Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Billion Humans. In der letzten Folge sind wir in den blauen Bereich eingedrungen, haben auch die Billigbrigade 2 erledigt und sind recht weit gekommen für ein Part, wenn man das so sieht. Und heute waschen wir hier weiter durch und wir kommen auf jeden Fall in den orangenen Bereich, würde ich sagen, oder? Also wenn es so einfach bleibt, dann auf jeden Fall. Aber wir schauen jetzt erstmal in den Datenschach. Ja, hi, kein schlampiges Drucken mehr. Ja, ich empfinde Vergnügen an niveauvollen Datenmustern. Ich drucke hier mein wichtiges Dokument aus. Würden Sie bitte die Seiten aus dem Drucker entnehmen und den Fußboden damit füllen? In einem Schachbrettmuster, wenn es möglich wäre. Das sollte ein paar nette freie Flächen erzeugen, um bequem durch mein Dokument blättern zu können. Ich werde doch nicht wie ein Tier auf meine Daten treten. Okay, also einfach jedes zweite Feld soll ein Datenwürfel sein. Das klingt jetzt auch nicht so schwer. Wir machen das einfach genauso wie letztes Mal. Wir haben aber diesmal... Guck mal, ach doch, Mem... Ah, dieses Neos ist dieses Mem 1. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, seit ich das gespielt habe. Auf jeden Fall, Sie sollen sich merken, wo der Drucker ist und dann das Teil von dem Drucker nehmen. Hier, von Memory 1. Fertig, dann haben Sie Ihr Datenwürfel in der Hand. Und dann, wenn links von mir ein Datenwürfel ist, dann packe ich das einfach. Dann gehe ich einen Schritt nach rechts. Zack. Einen Schritt nach rechts, Dankeschön. Und droppe es dann. So, das sollte schon mal passen. Ich sehe aber gerade, hier gibt es auch Löcher und da können die ja reinfallen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch If-Schleifen machen. Falls da ein Loch ist, dann sollen sie die umgehen. Nur wie ist die Frage? Da bin ich mir noch nicht so sicher, Leute. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir können, also wir können natürlich 4 If-Schleifen machen, dass wenn unter mir ein Loch ist, wenn links von mir ein Loch ist, rechts bla, immer wenn ein Loch unter mir ist oder irgendwo, dass ich dann davon weggehe, das könnten wir machen. Aber dann wird der... Code, glaube ich, sehr, sehr groß. Egal, also wenn links von mir erstmal ein Datenwürfel ist, dann gehe ich einen Schritt nach rechts und droppe es. Dann sollten die ja... Warte, wir können ja auch machen, dass sie zum nearest Datenwürfel hingehen. Müsste gehen, oder? Also hier nearest und dann sagen wir Datenwürfel. Und dann Step zum Daten... Step zum nearest Datenwürfel. Das packen wir hier oben hin. Dann... Also die nehmen es da raus, dann gehen sie zu dem nächsten Datenwürfel, den sie so sehen. Und dann prüfen sie, ob links von ihnen ein Datenwürfel ist. Wenn links von ihnen ein Datenwürfel ist, dann gehen sie einen Schritt nach rechts und droppen das. Ist aber auch nicht so geil, ne? Ich baue jetzt einfach mal ein paar If-Schleifen hier, warum auch nicht. Beziehungsweise, Leute, wir machen das anders. Wir können, glaube ich, eine If-Schleife wegschmeißen, in denen einfach, wenn auf mir drauf ein Datenwürfel ist, dann gehe ich entweder nach links oder nach rechts und droppe es dann, aber nur... Wenn auf mir drauf ein Datenwürfel und links oder rechts kein Datenwürfel ist. In meinem Kopf ergibt das Sinn, Leute. Wenn auf mir drauf ein Datenwürfel ist und links und rechts von mir kein Datenwürfel ist, dann gehe ich entweder nach links oder rechts. Ist halt Zufall, mir egal. Und droppe es dann. Jetzt müssen die noch irgendwann einen Schritt nach unten gehen zum Beispiel. Kann man das nicht auch einfach machen? Dass er einfach nach oben, unten, links, rechts geht? Geh nach oben, unten, links, rechts, wie du willst und drop es dann. Aber drop es nur, wenn auf dir drauf ein Datenwürfel ist. Achso, ja, nee, dann geht sie irgendwo hin und droppt es dahin. Oh, jetzt ist aber die Frage, das ist ja... Also hier muss einer hin, da darf keiner hin, dann muss hier wieder einer hin. Das heißt, sie machen hier auch so eine komische diagonale Reihe hin. Aber wenn hier jetzt ein Datenwürfel ist, dann sind sie in dieser If-Schleife... Links und rechts ist kein Datenwürfel. Dann geht sie hier nach unten, eventuell, und droppt es dann da. Das ist natürlich auch wieder falsch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dann nochmal prüfen, ob auf ihn drauf ein Datenwürfel ist. Die machen das dann so lange, bis das nicht mehr eintritt. Also bis auf ihnen drauf ein Datenwürfel ist und links und rechts von ihnen kein Datenwürfel ist. So lange machen die das. Wir probieren das einmal kurz aus, was passiert. Also sie nehmen sich auf jeden Fall ihr Drucker. Jetzt gehen sie random irgendwo hin. Aber sie droppen es nicht. Sie laufen irgendwo hin. Random-mäßig. Die eine bewegt sich hier zum Beispiel gar nicht. Verstehe ich auch nicht, warum sie gar nichts macht. Ach, die ist aus dieser If-Schleife raus. Okay, aber warum ist sie aus dieser If-Schleife raus? Okay, die sollen das so lange machen. Ansonsten... Drop es. Ah, die Sache ist, die sollen ja nicht nur einen Schritt nach links gehen, sondern zwei Schritte. Das heißt, wir müssen das umändern. Wenn links, rechts, oben und unter dir ein Datenwürfel ist... Ach du Kacke, wie soll das denn? Das ist ja komplizierter als gedacht, Leute. Die müssen ja prüfen, ob um sie rum Datenwürfel sind. Wenn um die Leute rum ein Datenwürfel ist... Warte mal, lass mal gucken. Da ist einer, da ist einer. Dann sollen sie... Boah, nee, Leute, das machen wir anders. Wenn oben links... Oder oben rechts, oder unten links,
Oder unten rechts, das muss man gar nicht so machen, oder? Man kann hier auch einfach mehr... Nee, man muss... Okay, hier bei diesem If-Befehl muss man tatsächlich... Darf man immer nur eine Richtung angeben. Das ist ein bisschen komisch. Okay, also wenn an den Ecken irgendwo... Ich stehe hier. Wenn jetzt an einer Ecke... Oder ich stehe hier besser. Wenn jetzt an einer Ecke ein Datenwürfel ist. Zack. Oh ja, da ist ein Datenwürfel. Dann droppe ich's, gell? Dann droppe ich das. Wenn an irgendeiner Ecke ein Datenwürfel ist, dann droppe ich's. Dann müsste das, glaube ich, immer richtig sein. Und ansonsten gehe ich einen Schritt nach links, oben, rechts oder unten. So, jetzt ist natürlich noch die Gefahr. Ich glaube, das müsste so schon gehen, aber jetzt ist noch die Gefahr da. Achso, und das sollen sie natürlich immer wieder machen. Das heißt, wir müssen das tatsächlich auch bis hier oben machen, damit sie immer das Memory packen und nehmen und blablabla. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, dass sie nicht in ein Loch reingehen sollen. Und das machen wir so, indem wir sagen, wir nehmen einfach noch ein Memory und sagen Loch. Das ist Memory 3. Wenn Memory 3 gleich... Ach Leute, wir probieren das erstmal einfach so. Juckt doch nicht. Wir müssen das wahrscheinlich gleich nochmal hinbauen, damit sie nicht in die Löcher fallen. Aber ich glaube, so müsste es theoretisch schon funktionieren. Sie geht jetzt zu dem nächsten Würfel, guckt, oh nee, da ist ja schon was. Ich gehe woanders hin, ich gehe immer wieder woanders hin. Können die... Da ist das doch richtig hier. Droppt das doch. Wieso droppt sie das nicht? Das frage ich mich gerade. Die hier an der Ecke müsste das doch wenigstens droppen. Hä? Wenn rechts über mir ein Datenwürfel ist, dann droppe ich es. Wenn unten links von mir ein Datenwürfel ist, dann droppe ich es. Wenn unten rechts von mir ein Datenwürfel ist, dann droppe ich es auch. Wenn das nicht eintritt, dann laufe ich irgendwo hin. Ist mir auch eigentlich egal. Die können ja überall hinlaufen. Aber wieso droppen die das denn nicht? Der müsste das doch jetzt ablegen. Ich trage bereits etwas. Jetzt laufen die hier random rum, aber sie legen es nicht ab, Leute. Okay, ich glaube, das Problem ist, dass die Jumpschleife zu weit oben ist, beziehungsweise sie muss hier rein, nachdem sie irgendwas gemacht haben. Nachdem sie es gedroppt haben, sollen sie erst wieder dahin jumpen. Ja? Weil sonst wollen sie, glaube ich, immer wieder zu diesen, zu dem Drucker hingehen und das da rausnehmen, glaube ich. Mal gucken, ob es so geht. Na, legst du es ab? Nee. Und jetzt sind die einfach wieder am Ende. Sie kommen gar nicht erst in diesen Drop-Befehl rein. Aber das verstehe ich nicht, weil dieses Oder ist doch tatsächlich Oder. Wenn an einer Kante von dir, ihr versteht meine Denke, oder? Wenn an einer Kante von dir ein Würfel ist, dann legt dein Würfel ab. Hier, wenn sie einen Würfel, einen Datenwürfel hat und genau da steht, wo sie jetzt steht, dann sieht sie doch, aha, hier unten links ist ja ein Datenwürfel, dann lege ich mal meinen Würfel ab. Okay, warte, wir nehmen die Jump-Dinger nochmal weg. Irgendwas hat das mit diesen Memories zu tun, dass sie da immer wieder hingehen wollen, nachdem sie etwas gemacht haben. Aber wo soll das denn sonst hin? Das soll erst passieren, wenn sie es gedroppt haben, ja, aber... Ach so, hier, wenn sie steppen, dann sollen sie einfach nochmal prüfen, ob das mit der If-Staffel... So müsste das hinhauen, oder? Ich glaube, da gibt es noch einige mehr Probleme, aber das sollte erstmal hinhauen. Jetzt geht sie irgendwo hin. Da sollte sie ihn ja wohl ablegen. Ja, sie legt ihn ab. Er auch. Okay, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch Probleme. Aber wir gucken einfach mal. Ja, sie will es jetzt die ganze Zeit ablegen. Das ist nämlich die Kacke. Oben rechts liegt jetzt ein Würfel. Und sie will es natürlich trotzdem ablegen, aber auf ihr drauf ist jetzt natürlich auch ein Würfel. Dann machen wir einfach noch eine If-Schleife, indem sie dann noch prüfen, ob auf mir drauf ein Datenwürfel ist. Wenn auf mir drauf ein Datenwürfel ist, dann soll sie nämlich wieder irgendwo anders hingehen. Ist mir auch egal, wohin, ehrlich gesagt. Und tritt diese If-Schleife nicht ein, dann lassen sie es droppen. Müsste gehen, oder? Das ist ja, sie gehen in diese If-Schleife, die tritt zu. Dann kommen sie aber doch in die zweite If-Schleife. Ich glaube, das funktioniert so. Mal gucken. Ja, sie legt es jetzt ab. Okay, das funktioniert. Holt sich einen neuen Datenwürfel. Wieso hat der denn das jetzt auch da abgelegt? Jetzt legen die das aber ganz strange hier ab. Jetzt legen die es einfach überall. Ach so, weil sie natürlich in die zweite If-Schleife kommen. Und dann juckt es die nicht mehr, ob noch was anderes passiert. Dann müssen wir nochmal hier einen Jump-Befehl einbauen. Nachdem sie gesteppt haben, sollen sie es nochmal prüfen? Die kommen ja nur in diesen Drop-Befehl rein, wenn das hier nicht zutritt, oder was? Ja, das sieht schon mal besser aus. Das sieht sehr gut aus, Leute. Guck mal. Das sieht doch mehr wie ein Schachbrett aus. Das sieht sogar super gut aus. Die werden natürlich jetzt irgendwann leider in die Löcher reinfallen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Dann müssen wir das einfach gleich nochmal programmieren. Aber bisher... Es ist noch keiner gestorben. Das macht ihr toll, Leute. Einer ist auch okay, wenn einer stirbt. Ja, da ist eine Frau, zwei sind weg. Das ist aber okay. Die finden schon noch, wo sie hingehen sollen, Leute. Nein, die sterben alle. Komm schon, Leute, ihr kriegt das hin. Ihr seid nur noch zu zweit, aber ihr schafft das. Ihr schafft das irgendwie. Komm schon, ja, okay. Unten links ist gefüllt. Jetzt nur noch oben. Ja, du kriegst das hin. Wie heißt du?
Mein Held, wie heißt du? Josh. Okay, Josh, du bist der Beste. Ja, Josh, du bist der Geilste ever. Wir haben zwar ein paar Verluste hinnehmen müssen, aber das ist vollkommen okay. Nein! Das ist unangenehm, Ihre Lösung hat mehr als 50% der zufälligen Tests nicht bestanden. Was? Nein, das hat funktioniert! 50% der zufälligen Tests? Sie sollten sich einen neuen Einsatz einfallen lassen. Hier, ich habe versucht, die Bedingungen zu reproduzieren, unter denen Ihre Lösung scheitert. Versuchen Ihr Programm noch einmal laufen zu lassen und passen Sie dabei ganz genau auf. Was? Hat sie irgendwas verändert? Was hat sie da gerade gesagt? Sie hat doch nicht irgendwas verändert. Füllen Sie den Fußboden in ein Schachmuster. Das wurde bereits für Sie begonnen. Gar nichts wurde Was? Da war doch noch gar nichts, oder? Ach so, hier, sie meint die 67, die da liegt. Okay. Anmerkung der Gebäudeverwaltung. Achten Sie darauf, auf die Renovierungsarbeiten. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Hä, anscheinend dürfen die doch nicht sterben? Oder darf das nicht so gelöst werden? Ich habe mich gerade voll gefreut. Mir doch egal, ob hier 5 Leute sterben von den 6. Ach, Mann. Ja, dann müssen wir noch einen If-Befehl eintragen. So, ich weiß nicht, Leute. Ich habe jetzt einfach gesagt, wenn über dir ein Loch ist, dann gehe nach unten, links oder rechts und so weiter und so fort. Ihr seht das ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt überhaupt nicht mehr da reinlaufen. Vielleicht laufen sie trotzdem noch rein. Aber vielleicht sind sie auch schlau genug. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. Genau, um da nämlich das Ding zu füllen. Da wollen sie jetzt nämlich nichts mehr ablegen. Hier, dieses eine Fältchen hier. Aber die laufen ja zumindest... Lol, der ist trotzdem reingefallen. Ach so, ja, weil sie natürlich auch nach oben links und unten rechts hingehen. Also die müssen dann hier natürlich weg. Dass sie nur nach oben, links und rechts und unten gehen können. Aber hier ist ein Problem. Okay, Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass die nur in die Löcher reingehen können, wenn sie tatsächlich überall hingehen können. Also wenn nur wenn sie nach links, oben, rechts oder unten gehen können. Denn die werden ja so angeordnet, dass sie immer so eine Diagonale hier bilden. Das heißt, von der 67 aus landet ein Würfel auf jeden Fall hier, links neben dem Loch und über dem Loch. Aber es wird nie einer hier landen, also diagonal zu dem Loch hin. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Würfel, für die anderen Löcher. An Diagonalen von den Löchern ist niemals ein Datenwürfel. Hier, die 67 geht ja dann hier weiter hoch mit den Würfeln und dann geht er hier hoch und dann so weiter. Aber niemals auf diesen schwarzen Feldern. Allgemein wird auf den schwarzen Feldern nie ein Datenwürfel sein. So wie ich das sehe. Und hier bei diesem Loch genau dasselbe. Das heißt, wir müssen einfach nur sagen, dass sie woanders hingehen sollen. Das heißt, wir nehmen einfach diese Richtungen raus und dann sollten sie hoffentlich irgendwann trotzdem am Ziel ankommen. So probiere ich das jetzt einfach nochmal aus. Jetzt laufen sie natürlich wieder in die Löcher rein. Hä, wieso? Ach so, weil sie hier nach links oder rechts gehen. Was macht denn dieser Befehl hier eigentlich? Weiß ich nicht, Leute, aber so funktioniert das garantiert. Okay, die platzieren das alles, die fallen noch nicht in die Löcher jetzt mehr rein. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Sieht sehr gut aus. Ja, guck mal, die tänzeln hier um die blöden Löcher rum. Einer fehlt noch. Ja, komm, ihr kriegt das hin. Da oben, da. Hier, wo meine Maus ist. Ja, nice. Ach Mann, ey. Es hat natürlich doppelt so viele Befehle gebraucht. Aber wir sind mit der Laufzeitoptimierung gut. Und ich hoffe, diesmal meckert sie auch nicht rum, ne? Diesmal ist keiner gestorben. Aber da stand halt nicht, dass keiner sterben durfte. Ich war mit bei der ersten Lösung auch zufrieden, Leute. Manu. So ein Blödkopf. Okay, ich hoffe, die 32 ist nicht so kompliziert. Wir machen noch die Schreibeschlange. Oh Mann. Wenn das jetzt so weitergeht, dann... Oh nein, ich sehe schon wieder. Adjektive, Substantive, Präposition, Artikel, sogar das Aufzählungskomma. Alles unerlässliche Komponenten des klaren und zweideutigen Ausdrucks. Ihr Arbeiter erhalten nun auch die Möglichkeit, sich auszudrücken. White. Schreiben also. Mittels des White-Befehls können Ihre Arbeiter die Zahlen in ihren getragenen Datenwürfel verändern. Der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt, solange sich Ihre Vorstellung nun auf die Zahl von 0 bis 99 erstreckt. Okay, und was soll ich machen? Sie haben einen neuen Befehl, White. Ihre Arbeiter können nun die Zahl auf einem Datenwürfel ändern, während Sie ihn tragen. Setzen Sie alle Datenwürfel auf 99. Okay, also zum Glück nur ein Tutorial für dieses White-Ding. Finde ich gut, Leute. Finde ich gut. Dann dauert das nicht allzu lange. Gut, also sie sollen zum nächsten Datenwürfel gehen und den dann aufheben. Pick up Memory 1. Dann sollen die gucken, ist mein Ding gleich 0? Hier 0. Dann white den zu 99. Das ist es, glaube ich, schon, oder? Ansonsten geh wieder nach oben und prüf nochmal. Achso, pick den ab und weite da 99 hin und dann lass ihn wieder fallen. Dann gucken sie wieder den nächsten Würfel, der aber keine 99 darstellen soll. Achso, Moment. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch einen If-Befehl reinpacken. Wenn mein Ding 0 ist, dann schreiben sie 99.
Okay, die gehen jetzt zum nächsten Würfel natürlich. Okay, wir können es natürlich jetzt wieder voll Billo-mäßig machen und einfach sagen, wisst ihr was, wir nehmen einfach diesen Mem-Befehl hier raus und sagen einfach, die sollen, wenn links von dir ein Würfel ist mit einer 0, dann geh nach links, wenn unter dir ein Würfel mit einer 0 ist, dann gehst du nach unten, wenn rechts von dir ein Würfel ist, dann gehst du nach rechts. Und dann prüfst du, ob mein Ding eine 0 ist, was es ja sowieso ist. Dann machst du einfach, ja egal, können wir ja trotzdem so lassen, und schreibst dann eine 99 hin, droppst das und prüfst das dann nochmal. Dann sollten die hier einfach die Schlange abgehen und das alles zu einer 99 machen, nicht? Ich glaube fast schon. Ach, jetzt heben die das natürlich nicht auf. Okay, das haben wir natürlich vergessen. Und pick das ab. Also wenn das passiert, dann pick das ab. Davon trifft irgendwas zu, bla bla bla. Die picken es ab. Dann prüfen sie, ist mein Teil eine 0? Jo, dann schreibe ich eine 99 rein. Ist eigentlich auch schon egal. Dieses if hier brauchen wir gar nicht. Wir können einfach write und drop nehmen und dann ist dieser if-Befehl unnötig. So müsste das eigentlich auch schon gehen, oder? So, sie nehmen es in die Hand, 99, jetzt prüfen sie wieder. Ist links oder sowas von mir? Wieso haben sie, wieso hat sie den einen jetzt hier nicht? Wieso? Ach so, weil das beides zutrifft. Sie guckt, links von mir ist ein Würfel. Okay, dann gehe ich einen Schritt nach links. Dann kommt sie in die zweite If-Schleife. Ist unter mir ein Würfel? Ja, unter mir ist ein Würfel. Dann gehe ich auch noch einen Schritt nach unten. Deswegen fässt sie diese 0 gar nicht erst an. Das heißt, sie soll das nur machen, wenn die erste Bedingung nicht eingetreten ist. Dann machen wir das einfach so, oder? Das sieht besser aus, würde ich sagen. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Ja, nice. Dann war es das. Ihr geil, ich freue mich. Das ist aber ja wohl größenoptimiert, hallo? Nein? Ich brauchte 12 Befehle? Wieder doppelt so viele? Kann ja gar nicht sein. Aber Laufzeitoptimierung ist ganz okay. Ach Leute, das passt schon. So, dann haben wir heute geile 2 Rätsel hier gemacht. 31 und 32, finde ich gut. Die 31 fand ich mega schwer irgendwie. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr da wieder eine bessere Lösung hattet als ich oder nicht? Ja, dann erstmal war es das mit dieser Folge. Meine Mutter hat mich gerade schon zum Essen gerufen, also gibt's jetzt lecker, lecker, yabbi, yabbi. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.